AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Unvereinbarkeiten dieser Regierungskoalition spiegeln sich in den Zwiespältigkeiten ihrer Gesetzesvorlagen. Der Innenminister hat ein Gesetz zur besseren Abschiebung vorgelegt, doch das geordnete Rückführungsgesetz entpuppt sich, wie darzulegen sein wird, als ein schlechtes Durchsetzbarkeitsgesetz, wenn nicht gar als Abschiebevermeidungsgesetz. Ganz wie gerade erst noch ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das nicht hält, was der Titel verspricht, sondern schlicht Migration von außerhalb Europas nach Deutschland forciert. Ganz wie gerade noch ein Ausbildungsduldungsgesetz, das Asylbetrüger, die Deutschland getäuscht und geschröpft haben, belohnt. Das unrühmliche Spurwechselgesetz, ein Asylmissbrauch-Belohnungsgesetz und als solches seinerseits geradezu ein Abschiebeverhinderungsgesetz. Der Spurwechsel führt zu allem, nur nicht zu Rückführungen. Er arbeitet ihr entgegen, und das ist wohl auch so gewollt. Untertauchen war gestern. Irgendein sogenannter Ausbildungsplatz findet sich gern bei einem der vielen kurzlebigen Scheinselbstständigen. Einwanderung, Duldung, Rückführung, die Fülle dieser Gesetze soll nicht nur Lösungen selbstgemachter Probleme suggerieren, sondern in irreführenden Überschriften auch die tiefe Zerstrittenheit dieser handlungsunfähigen Koalition verdecken. Vor allem die Wahlbevölkerung, gerade noch rechtzeitig vor 5 wichtigen Wahlen, täuschen. Dafür kalkuliert man den Machterhalt für jedweden Schaden für Deutschlands ein. Das ist unerhört, meine Damen und Herren. Bereits die Gründe bisheriger Abschiebehindernisse machen die jahrelange Hinnahme krimineller Machenschaften deutlich. Einer davon: Migranten entledigen sich ihrer Pässe auf ihre Reise in ein Deutschland, das üppigste Sozialleistungen mit inexistenter rechtlicher Abwehr verbindet. Letzte Ansätze zu administrativer Gegenwehr hat die SPD aus dem Entwurf gestrichen. Statt Sanktionen soll es nun auf unbegrenzte Zeit möglich sein, verweigerte Mitwirkung bei der Identitätsaufklärung irgendwann nachzuholen, ohne irgendwelche Konsequenzen. Das heißt, jede Unrechtsbekämpfung ist ausgesetzt. Die Aufenthaltsperspektive für Identitätstäuscher bleibt so gut wie je. Ein anderer Grund gescheiterter Abschiebungen: Sogenannte Flüchtlingshelfer warnen Ausreisepflichtige vor Abschiebeterminen. Hier waren Haftstrafen vorgesehen. Auf Druck der SPD nur noch für Amtsträger, nicht für sogenannte Flüchtlingsräte oder Journalisten. Das heißt eine partielle Straffreistellung. Man kann doch aber nicht den Stehler der Information in den Amtsstuben bestrafen und den Hehler, den Weiterträger, der erst durch Weitergabe der Information die Abschiebung verhindert, straffreistellen. Wie weichgeklopft muss ein Innenminister in dieser Koalition sein, dass er eine Maßnahme, die auf Verhinderung seiner eigenen rechtsstaatlichen Anordnungen abzielt, straffreistellt, meine Damen und Herren? Dann die Abschiebehaft, ein notwendiges Instrument, um Untertauchen der Abzuschiebenden zu verhindern. Solche Plätze wurden vom rot-rot-grünen Senat hier in Berlin bewusst aufgelöst, um die rot-grüne Unrechtspolitik zu betonieren. Also war die Idee, vollziehbar Ausreisepflichtige kurzfristig auf Haftanstaltsgelände unterzubringen, räumlich getrennt. Aber ein Boykott dieser Maßnahme wird unter Bannerführung der SPD-Justizminister bereits von etlichen Ländern angekündigt. Aber was ist schlimm daran, wenn Asyltäuscher dort zwischenverwahrt werden? Angesichts des Ausländeranteils in Gefängnissen von über 50% doch nicht wirklich eine fremdartige Umgebung. Meine Damen und Herren, wenn wir über Abschiebeprobleme reden, müssen wir doch vor allem auch über das Anreizsystem reden. Wieso gibt es immer noch für abgelehnte, vollziehbar Ausreisepflichtige das sogenannte Existenzminimum der kulturellen Teilnahme an der Gesellschaft neben dem physischen Existenzminimum, das berühmte Taschengeld? Es ist, wo sogar Haft anzuordnen ist, natürlich auf Null zu setzen, statt noch erhöht zu werden. Auch dieses Geld muss doch erst vom Bürger erarbeitet werden. Und wer damit Unberechtigte alimentiert, der veruntreut es. Aber selbst dafür wurde von Ihnen noch der Status der Berechtigung der Unberechtigten erfunden, die sogenannte Duldung. Und selbst wer kein Duldungsfall ist, sondern vollziehbar ausreisepflichtig, sich aber dem Vollzug entzieht, selbst der wird in Deutschland
weiterfinanziert statt bestraft. Das ist niemandem mehr vermittelbar. Deutsche mit abgelaufenem Ausweis bekommen ein Bußgeld, Migranten ohne Pass ein Taschengeld plus Unterkunft und Vollverpflegung. Und wieso bekommen Personen, die nur Geduldete sind, nie schutzbedürftig waren und auch die sogenannten Dublin-Fälle, die zu Unrecht nach Deutschland weitergezogen sind, weiterhin Geldleistungen statt Sachleistungen? Wieso reden wir über bessere Abschiebungen, wenn man gleichzeitig das Anreizsystem in vollem Umfang fortbestehen lässt, meine Damen und Herren? So sehen wir jede Menge Symptomdoktorei, statt das Grundproblem der offenen Grenze anzugehen. Das ist wie Messer verbieten wollen, aber die Leute, die vor allem die Messer tragen wollen, forciert reinholen. Bei nach wie vor sperrangelweit offenen Grenzen stricken sie an Details der Abschieberegelungen. Diese Flickschusterei soll suggerieren, es geht nur noch um ein paar Einzelmaßnahmen, nicht um das Ob dieser Politik. Aber Unberechtigte nicht erst reinlassen, die man dann kaum mehr rauskriegt, das wäre angezeigt, meine Damen und Herren. Nicht Verfahrensdetails bessern die lachhaft niedrigen Abschiebequoten. Unsere konsequente Zurückweisung an der Grenze wird die Bugwelle weiter wachsen. Der Minister will nur etwas schneller mit dem Sieb schöpfen, statt endlich das Leck abzudichten. Seine Rücknahmevereinbarung mit Erstaufnahmeländern, ein Fehlschlag. Die Union plakatiert jetzt in freudscher Fehlleistung offene Grenzen nach innen und sichere Grenzen nach außen. Das heißt wohl, rein kommt jeder, aber wieder raus komplimentiert wird keiner. Deshalb braucht es jetzt Rückkehr zum geltenden Recht. Dublin III ist nicht obsolet, es gilt. Wir brauchen Amtsärzte, die Schluss machen mit politisch begründeten Scheinattesten für Geduldete und Ausreisepflichtigen. Bei Identitätsbetrügern und Kriminellen Ausweisung. Bei Abtauchen und Widerstand gegen Abschiebungen Schluss mit überflüssigen Sozialleistungen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, die einprogrammierte Nichtdurchsetzbarkeit auch des neuen Rückführungsgesetzes nimmt die milliardenschwere finanzielle Belastung der Bürger ohne Skrupel in Kauf. Eine Belastung durch Leute, die sich in krimineller Weise ihrer Ausreisepflicht entziehen. Und das jetzt, wo der Sozialstaat ächzt und wankt. Wer mit unzureichenden Abschieberegelungen dafür sorgt, dass weiter Hunderttausende Unberechtigte die Sozialkassen plündern, der verrät die rechtstreuen, hart arbeitenden Menschen in unserem Lande. So wiegt die Schuld dieser Union schwer. In dieser Koalition der Rechtsstaatsverweigerung prinzipienlos bis heute zu verharren. Wir als AfD sagen Schluss damit. Es ist Zeit für eine geordnete Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit. Ich danke Ihnen. Das Wort hat der Abgeordnete Helge Lind für die SPD-Fraktion. Herr Dr. Curio, mir fällt ein Wahlkampfslogan für Ihren nächsten Auftritt an. Schlimmer geht immer, und Sie bestätigen das jedes Mal aufs Neue. Und Sie haben gerade ein Meisterstück in Dialektik vollbracht. Wir erinnerten ja vor gut einer Stunde an 70 Jahre Grundgesetz. Ohne dieses Grundgesetz wären Sie nicht wählbar, säßen Sie nicht hier. Ihre Rede ließe sich aber so zusammenfassen: Abschaffung des Grundgesetzes. Wie Sie diese Dialektik hinbekommen, macht mich immer wieder sprachlos. Aber völlig sprachlos nun nicht. Und deshalb verweise ich einfach mal auf die Wortwahl. Und gerade wenn wir von einer so sensiblen Thematik wie Rückkehr und Abschiebung sprechen, ist es mal sinnvoll, auf die Sprache zu achten. Denn die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes geht ja davon aus, dass Menschen als Dasein um ihrer selbst willen geachtet werden und gerade nicht Dinge sind. Ich meine mich aber zu erinnern, und das Protokoll wird es verweisen, dass Sie vorhin von zwischenverwahrt gesprochen haben. Menschen werden nicht zwischenverwahrt. Sie werden vielleicht in Gewahrsam genommen, inhaftiert, aber nicht zwischenverwahrt. Und in Ihren Metaphern mit Black zieht sich dasselbe durch.
Menschen sind nicht irgendwie Wasserfluten, die dieses Land überfallen, sondern es sind immer noch Menschen, egal aus welchem Grund, ob legal oder illegal, legitim oder illegitim sie hier sind. Diese Grenze gibt uns das Grundgesetz. Und wenn Sie sich nicht auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen, sollten Sie sich ernsthaft überlegen, ob Sie noch einen Tag weiter hier in diesem Parlament sitzen wollen. Sie haben aber dankenswerterweise auch darauf hingewiesen, dass wir anscheinend in dem Gesamtmigrationspaket etwas richtig gemacht haben müssen, denn Ihr vehementer Widerstand ist Ausdruck für eine gewisse Qualität der entsprechenden Gesetzgebung. Und Sie haben im Rahmen dessen ja auch durchaus auf die mäßigende Wirkung der SPD in den Verhandlungen hingewiesen. Und da danke ich ausdrücklich dem Justizministerium, dass da als Hüter der Verfassung eben genau hingeguckt hat und verhindert hat, dass wir einen Entwurf hier beraten, der aus unserer Sicht verfassungsmäßig so nicht tragbar wäre. Zum Zweiten haben Sie darauf hingewiesen, dass die Justizminister irgendwie in Form einer geheimnisvollen Verschwörung hier grenzenlose Migration ermöglichen wollten. Und da habe ich mich wirklich gefragt, in welchem Kontinent Sie sich bewegen. Es ist das gute Recht jeder Justizministerin und jedes Justizministers, Bedenken zu äußern. Und in dem Fall, erlauben Sie es mir, teile ich auch nicht die Einschätzung des Bundesinnenministers. Auch in Bundesländern muss es möglich sein, dass Justizminister kritisch genau auf die Politik gucken. Und wenn das der Föderalismus nun mal bedeutet, dann ist es eine gute Bremse und ist es vernünftig. Und ich finde, es ist kein Grund, darüber zu klagen. Ich will hier ganz bewusst nicht irgendwie hurra patriotisch und jubeln sprechen. Das ist nicht geboten bei der Frage von Rückkehr und Abschiebung. Das ist in beiden Fällen eine dramatische Situation. Sowohl für die Betroffenen, für diejenigen, die es mitbekommen, an Flughäfen und anderen Institutionen und auch für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Deshalb glaube ich auch nicht, was manche vielleicht denken, dass wir unbegrenzt die Zahl der Abschiebungen erhöhen können. Das wird keine Möglichkeit sein. Ebenso aber ist es auch nicht richtig, dass es keine Möglichkeit gibt, die Zahl derer, die zurückgeführt werden, zu erhöhen. Auch das ist nicht wahr. Wir müssen uns lösen von diesen groben Vereinfachungen. Was ist die Grundidee dieser Gesetzgebung, die für uns auch als Sozialdemokraten keine einfache ist? Denn wir bewegen uns hier auf einem ganz schmalen Grat. Und wir müssen genau darauf achten, wie weit wir gehen und wie weit wir nicht gehen können. Wir haben uns selber versprochen im Koalitionsvertrag, dass wir unterscheiden zwischen denen, die schutzbedürftig sind und Anspruch haben auf Schutz, und solchen, die ihn nicht haben. Und das bedeutet, wenn man es ernst nimmt und wenn man das Asylrecht tatsächlich in der bestehenden Form ernst nimmt, dass diejenigen, die keinen Schutz genießen, zurückkehren müssen. Diese binäre Option ist zwingend notwendig. Jetzt mache ich es aber wieder komplizierter. In der Realität ist es eben nicht so schwarz und weiß, sondern hat viele Grautöne. Und beides müssen wir berücksichtigen. Wir müssen diese Paradoxie akzeptieren. Dieses klar schutzbedürftig, nicht schutzbedürftig. Und die Realität, dass es nun mal Menschen gibt, 235.000 ungefähr nach Statistiken, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, von denen aber 180.000 eine Duldung haben. Und darunter sind solche, die tatsächlich die Identität getäuscht haben und die nicht mitwirken und die dann auch die Konsequenzen in rechtsstaatlichem Rahmen tragen müssen und auch jetzt künftig härtere Konsequenzen. Das vertreten wir, und das vertreten wir auch mit Nachdruck. Es sind aber auch solche darunter, die aus gesundheitlichen Gründen nicht abgeschoben werden können. Solche, die in Ausbildung sind, in Beruf und viele andere Gründe. Das heißt, es ist dringend geboten, sich diese Gruppe genau anzugucken und nicht einer solchen zu einfachen Theorie zu folgen, die davon ausgeht, dass alle, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, bewusst ihre Abschiebung und ihre Rückkehr boykottieren. Das wäre schlicht realitätsfremd. Wenn ich jetzt aber auch die Zwischenrufe jetzt seitens der Grünen, und ich finde es ja richtig, dass Sie und auch die Linke da deutlich Ihre Stimme erheben, es ist gut, dass wir geprüft werden, auch durch Widerspruch, dann möchte ich auch mal deutlich machen, dass ich keine Alternative sehe. Wir müssen mal den Blick weiten. Ist es ernsthaft unsere Absicht, auch all denjenigen,
die mit höchster Wahrscheinlichkeit keine Schutzbedürftigkeit in diesem Land haben, zu suggerieren, dass sie aber irgendwie letztlich doch über das Asylrecht und letztlich über den Weg der Duldung hier leben könnten. Das kann doch nicht ernsthaft eine dauerhafte Perspektive sein und auch kein Zustand, den wir fortschreiben wollen. Deshalb genau muss diese Gesetzgebung auch in einem Gesamtzusammenhang gesehen werden. Für diejenigen, die tatsächlich keine Aussicht haben, muss es auch mehr legale Wege der Zuwanderung geben. Stichwort Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Für diejenigen, die hier sind, gut integriert, bei denen jeder mit gesundem oder halbgesundem Menschenverstand auch sagen würde, das ist Irrsinn, sie abzuschieben. Kein Unternehmer will das, auch die meisten hier im Raum nicht. Müsste es Wege geben, und daran arbeiten wir auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen, mit Beschäftigungs- und Ausbildungsduldung, dass bei bestimmten Kriterien diejenigen hier bleiben können und einen sicheren Status perspektivisch erlangen. Auch das ist sinnvoll. Und es ist sinnvoll zu gucken, wie wir auch stärker als bisher Instrumente des Resettlements und der Relocation verwenden. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben hier eine besondere jetzige Situation. Wir sehen, dass mehr Menschen als bisher dieses Land verlassen müssen. Das gebietet die Konsequenz einer vernünftigen Asylpolitik. Aber zukünftig muss es doch unser aller Ziel sein, dass viele Menschen sich nicht mehr auf diesen Weg begeben und wir diese Fragen, die wir jetzt diskutieren, mangels dessen künftig gar nicht mehr diskutieren müssen. Und das ist das Ziel dieser Gesetzgebung. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Linda Teuteberg für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die gute Nachricht ist, dass wir heute endlich über das lange angekündigte Rückkehrgesetz der Bundesregierung sprechen. Das ist überfällig. Denn die Große Koalition und auch die Europäische Kommission, die tun gern so, als habe man die Probleme inzwischen in den Griff bekommen. Doch leider ist das Gegenteil der Fall. Europa ist auch heute nicht auf eine Flüchtlingskrise vorbereitet. Das sagt der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi.